das wird halt alles hybrid stattfinden, also in Wien sozusagen live. Deswegen, wenn es irgendwelche Hintergrundgeräusche gibt, dann sind das gegebenenfalls die Gäste. Ja, also heute sozusagen soll es darum gehen, einerseits, wie die Sowjetunion zerfallen ist, zumindest ganz kurz, weil das sozusagen wichtig ist, um zu verstehen, was heute in den ehemaligen Sowjetrepubliken passiert und wie das sozusagen auch einzuordnen ist. Und warum es auch irgendwie wichtig ist, sich damit zu befassen, ist, weil diese Länder in den letzten Monaten und auch Jahren sozusagen immer wieder in den Fokus geraten sind. Also jetzt gerade Belarus mit den Protesten letztes Jahr oder mit den Grenzübertritten in die EU, wo es sozusagen die Flüchtlingsströme gab, der Ukraine-Konflikt, der gerade immer brenzlicher wird, der Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan 2020 oder jetzt auch sozusagen die Proteste in Kasachstan Anfang dieses Jahres. Und da, genau. So, und die Verbindungen, gerade sozusagen Deutschland und Österreich, was da so ein bisschen auch der Fokus heute sein soll, auch wie die Verbindungen sind, da könnte man auch davon sprechen, wie deutsche Politiker und Politikerinnen versuchen, Diktatoren in diesen Ländern zu helfen und auch deutschen Konzernen. Das könnte eigentlich auch der Titel dieses Referates sein, weil es gibt ziemlich viele Verbindungen deutscher Konzerne und auch deutscher Politiker in diese Länder. Ja. Und am Anfang werde ich euch kurz einen Überblick geben, wie die Sowjetunion zerfallen ist und dann so ein bisschen so einen Überblick machen über die verschiedenen Länder. Alles ein bisschen kurz, damit ihr sozusagen von allen Ländern mal was gehört habt, was da sozusagen auch die letzten 30 Jahre passiert ist. Als Überblick, und ich werde besonders auf Ukraine und Kasachstan eingehen. So. Genau, der Zerfall der Sowjetunion. Da geht es sozusagen nicht nur um den Zerfall sozusagen Russlands, sondern sozusagen auch all seiner Teilrepubliken, der im Prinzip schon Anfang oder Mitte der 80er Jahre seinen Anfang nahm, weil die Sowjetunion auch ihre Teilrepubliken in immer größere wirtschaftliche und politische Not geraten sind. Die politische Parteiführung oder Staatsführung hat 86 mit Glasnost und Perestroika versucht, nochmal die Kurve zu reißen und neue Wege einzugehen, sowohl politisch als auch wirtschaftlich, was aber in der Kurzfassung schlussendlich sozusagen scheitert und dazu führt, dass die Sowjetunion schlussendlich 5 Jahre später, jetzt vor knapp 30 Jahren oder ein bisschen mehr als 30 Jahren, zerfällt. So. Alles nahm sozusagen seinen Anfang am 11. März 1990, als die baltischen Republiken nach und nach ihre Unabhängigkeit erklärt haben, was auch schon zu Unmut innerhalb der Parteiführung der Sowjetunion sozusagen geführt hat. Und es gibt sozusagen einen sehr konservativen Teil innerhalb der sowjetischen Führung, der noch versucht, irgendwie das Ruder rumzureißen und auch sozusagen die vorherrschende Politik rumzureißen, die am 19. August 1991 versucht zu putschen, mit Hilfe des Militärs oder Teile des Militärs putschen, was aber auch aufgrund von einem sozusagen schlecht organisierten Putsch einfach ziemlich schnell sozusagen auseinanderfällt. Und nach diesem Putsch erklären eigentlich dann nach und nach alle Teilrepubliken ihre Unabhängigkeit. Und am 25. Dezember 1991 ist dieser Prozess erstmal abgeschlossen. Und in fast allen Teilrepubliken gibt es auch sowas wie mehr oder weniger Abstimmungen darüber, ob die Unabhängigkeit sozusagen durchgeführt wird. Und eigentlich in allen Staaten wird diese Unabhängigkeit bestätigt. Und so kommt es dann dazu, dass aus einem großen Land 16 Länder wären, also Russland und 15 Teilrepubliken. Das ist quasi der Zerfall der Sowjetunion. Und wir können sozusagen davon sprechen, dass die Sowjetunion im Verhältnis zu Russland ungefähr, kann ich das selber ungefähr ein Viertel der Fläche, gut die Hälfte, also gut die Hälfte der Bevölkerung, ein Viertel der Fläche und ein Drittel der Wirtschaftsleistung eingebüßt hat. Genau, es ist schon eine Riesendimension.
nicht nur dazu, sondern in diesem ganzen Aufführungsprozess der Sowjetunion ist jetzt, wenn man die Wirtschaft betrachtet, ganz wichtig zu wissen, dass die Planwirtschaft sozusagen Ende nimmt und das auch zu einem ziemlich großen Chaos sozusagen führt. Die Wirtschaftsleistung zum Beispiel in Russland nimmt zwischen 1990 und 1996 um gut 40% ab. Also ein bisschen, die Wirtschaft kracht quasi zusammen. Und selbst 2010 lag die Wirtschaftsproduktion in der Sowjetunion bei nur 83% im Vergleich zu 91. Und bei dem Fahrzeugbau lag die Produktion sogar nur bei 50% von dem Niveau von 1991. Genau, nicht nur, dass sozusagen die Wirtschaftsleistung abnimmt, sondern auch die Preise steigen enorm in Russland und auch in den Teilrepubliken. Also gerade reden wir auch über Inflation, aber im Verhältnis zu dem, was in der Sowjetunion oder in der ehemaligen Sowjetunion passiert, ist das quasi nichts. Also in Russland gibt es zum Beispiel 1992 im Januar eine Inflationsrate von 250% und in den darauffolgenden beiden Monaten um jeweils 30%. Und Kasachstan ist quasi Spitzenreiter. Da gibt es 1992 eine Inflationsrate von 3000%. Also nichts zu vergleichen mit dem, was jetzt gerade passiert. Und was sozusagen all diese Länder, bis auf Belarus, ist ein bisschen die Ausnahme, dazu komme ich aber gleich auch noch, gemeinsam haben, ist, dass überall in dem neoliberalen Diskurs der frühen 90er Jahre die Idee von so einer Schocktherapie existiert. Das heißt, dass man denkt, okay, die Länder müssen einfach nur ganz, ganz schnell wie in so einer Schocktherapie zu einer Marktwirtschaft werden und dann regelt der Markt quasi alles von alleine. Und die Folge ist halt Massenarbeitslosigkeit, ein ziemlich großes wirtschaftliches Chaos, eine große Privatisierungswelle und gerade die Funktionäre und Funktionärinnen der Sowjetbürokratie haben in diesem Chaos und in dieser Privatisierungswelle die Möglichkeit, sich halt extrem zu bereichern. Dazu zeige ich euch gleich auch noch ein, zwei Beispiele. Aber vorher noch mal, warum klappt das jetzt nicht? Jetzt. Da noch mal sozusagen kurz eine Übersicht. Das große Rote, die 11, ist Russland. Und von 1 bis 15 sind das quasi alles die neu entstehenden Teilrepubliken, um mal einen Überblick zu bekommen, was sozusagen alles von der Sowjetunion wegbricht, was vor allem die Länder im Westen sind, im Südwesten und halt im Süden der so ehemaligen Sowjetunion brechen halt die Länder sozusagen weg. Genau, jetzt will ich euch nur mal beispielhaft zeigen, was in fast allen Teilrepubliken passiert, ist, dass einzelne Persönlichkeiten meistens entweder schon selber in der sowjetischen Bürokratie einen hohen Posten haben oder Verbindungen dazu sozusagen aufsteigen. Und in vielen Fällen, jetzt bei den dreien ist das nicht der Fall, aber in den meisten Fällen sind das ehemalige Funktionäre der Jugendorganisation der KPDSU, also so die neuen aufstrebenden jungen Parteibürokraten, die sagen Anfang der 90er Jahre den richtigen Riecher haben, um quasi das große Geld zu machen und auch den richtigen Riecher haben, wo irgendwie gerade was verkauft wird oder privatisiert wird und die auch extrem viel Asche machen. Wir fangen mit Julia Timoschenko an. Die ist bekannt als ukrainische Politikerin und Oppositionsführerin oder ehemalige Oppositionsführerin. Und die hatte das Glück, dass sie in den späten 80er Jahren den richtigen Schwiegervater hatte. Ihr Schwiegervater war nämlich in dem Teil der Ukraine für Kultur zuständig und hat mit ausländischen Devisen Filme sozusagen besorgt, die sozusagen irgendwie in den ausgestrahlt werden sollten in Ukraine. Und sie hat sie mit ihrem Mann illegal Kopien angefertigt und die vertickt. Und mit diesem sozusagen illegal erworbenen Geld hat sie und ihr Mann später das sozusagen gewaschen und ist ins Gasgeschäft eingestiegen. Der Mann in der Mitte, Wladimir Plachotniok, ich hoffe, ich spreche es einigermaßen richtig aus, der kommt aus Moldawien, war zwischendurch der reichste Mann Moldawiens und der war Leiter von einem Kinderheim
in Moldawien, und der hat einfach die Mädchen zur Prostitution gezwungen und damit sein Geld verdient. Und dann später hat er sozusagen damit andere Geschäfte finanziert. Genau. Und der ganz rechts, Boris Beresowski, der ist mittlerweile schon tot. Und der hat sein Geld mit Autohandel und Videokassetten gemacht. Und der hat mal sehr treffend in einem Interview gesagt, dass er jede einzelne Million, die er auf seinem Konto hat, nachweisen kann, außer die allererste. Und das zeigt, glaube ich, schon ganz gut, ja, dass halt sozusagen irgendwie das erste Geld, was irgendwie an Kran geschafft worden ist, immer mit irgendwelchen krummen Dingern passiert ist. Jetzt ein Beispiel noch von einem, ich habe jetzt kein Bild, aber von Michael Khodorkovsky, der war zum Beispiel ein hohes Tier bei der Jugendorganisation, und der hat einen Kesselwagen voller sibirischen Öl einfach aus den Papieren verschwinden lassen und den sozusagen unter der Hand auf eigene Rechnung verkauft. Und der hat später eine Bank gegründet. So. Also ja, die haben eine Gemeinsamkeit, und zwar, dass sie halt wirklich mit großer Skrupellosigkeit und Rücksichtslosigkeit und einer ziemlich großen Dosis auch Gewalt sich halt irgendwie bereichert haben, und meistens halt eigentlich an dem, natürlich eigentlich immer an dem Volkseigentum der Bürger und Bürgerinnen der Sowjetunion sich bereichert haben. Und man muss dazu auch sagen, dass jetzt der Westen mit vielen dieser Leuten gute wirtschaftliche Beziehungen hat, oder die auch manchmal hofiert als Oppositionsführer oder Führerin, die aber alle irgendwann in den 90er Jahren krumme Geschäfte gemacht haben. Genau. So. Russland hat ja, also um das sozusagen noch zu verstehen, okay, Oligarchen war jetzt ein Exkurs, aber um Russland zu verstehen, ist es halt ganz wichtig zu wissen, okay, die haben halt irgendwie extrem viel an Einfluss verloren mit dem Zusammenbruch. Also Sowjetunion Weltmacht, Russland in den frühen 90ern irgendwie erstmal nicht. Und die versuchen natürlich stark ihren Einfluss zu halten, so, und auch die Verbindungen zu den neu entstandenen Sowjetrepubliken zu halten. Und die Gemeinschaft unabhängiger Staaten entsteht quasi so, eigentlich de facto sofort, als die Staaten auseinanderbrechen, am 8. Dezember 1991 schon. Und angefangen hat es mit Russland, Ukraine und Belarus. Und später sind dann eine ganze andere Staaten noch beigetreten, wie Aserbaidschan, Armenien, Kasachstan, Kirgisistan, Moldau, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan, also fast alle Länder. Aber heute hat die GUS quasi keine große Bedeutung mehr. Die hat sich auch seit Jahren nicht mehr so wirklich getroffen. An deren Stelle ist quasi die Eurasische Wirtschaftsunion getreten, die ein kleinerer Zusammenschluss ist. Also da sind nur noch Armenien, Belarus, Kasachstan, Kirgisistan und Russland dabei. Und die versuchen so ein bisschen ein Gegenpol zur Europäischen Union zu sein, weil sie auch versuchen, einen Binnenmarkt zu schaffen, wo so Zollgrenzen abgeschafft werden, und genau, wo sozusagen das Wirtschaften und innerhalb dieser Länder vereinfacht werden soll. Und wie gesagt, so ein bisschen Gegengewicht zur EU. Und dann als letztes diese Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit, die jetzt auch in Kasachstan einmarschiert sind. Die wurden halt gegründet als sozusagen Militärbündnis, um sich also untereinander sozusagen zu helfen. Man kann es nicht wirklich als Gegengewicht zur NATO bezeichnen, weil die NATO viel, viel größer ist, aber so ein bisschen als Versuch, sich militärisch zu unterstützen. Und vor allem hat natürlich Russland als größtes Land da eigentlich bei all diesen drei Sachen quasi die Hand drauf. Kommen wir kurz zu diesen ehemaligen Staaten, die alle im Westen liegen. Da als erstes irgendwie das Baltikum mit Estland, Lettland und Litauen, die einerseits als erstes ausgetreten sind aus der Sowjetunion und dann ja einen sehr, sehr starken pro-europäischen Kurs gefahren sind und auch seit 2004 alle Mitglieder der Europäischen Union sind, was Russland auch sozusagen als Bedrohung ansieht, weil sie direkt vor deren Haustür sozusagen sind. Ja, Belarus auch nur ganz kurz.
fährt so ein bisschen, werdet ihr auch sehen, sozusagen einen Sonderkurs. Der ist seit 94, also jetzt bald 30 Jahren, Lukaschenka an der Macht, der sehr repressiv und autoritär regiert. Und was das Besondere ist, dass in Belarus sich vergleichsweise wenige Leute irgendwie bereichert haben, weil nämlich die komplette Wirtschaft oder fast die komplette Wirtschaft nicht in eine Marktwirtschaft umgewandelt ist, sondern immer noch planwirtschaftlich funktioniert. Also auch zum Beispiel die Landwirtschaft, worin 10% der Bevölkerung noch arbeiten, ist noch komplett kollektiviert und es gibt noch ziemlich große Staatsbetriebe. Also es gab sozusagen nicht die Möglichkeit, sich zu im selben Maßen zu bereichern wie in den anderen Teilrepubliken. Und Belarus ist quasi der engste Verbündete Russlands und steht auch in Russland in großer Schuld. Die haben nämlich jedes Jahr ungefähr 9 Milliarden oder ein Handelsdefizit von 9 Milliarden US-Dollar. Das heißt sozusagen, in dem Handel mit Russland macht Belarus jedes Jahr 9 Milliarden Schulden. So. Die sind also extrem abhängig von Russland. So, Ukraine werden wir später noch behandeln und Moldawien lassen wir der Zeit halber weg. Und kommen wir zu den Republiken, die im Südwesten mehr oder weniger sind, vor allem im Süden, Kaukasus-Republiken. Da fangen wir mal mit Georgien an. Und in Georgien, da gab es quasi gleich mit Gründung des Staates Konflikte ab 91, weil die da aufgelisteten Regionen Südossetien, Abschasien und Abchasien Unabhängigkeitsbestrebungen hatten, die auch von Russland unterstützt worden sind. Und in Georgien hat ein Jahr lang ein Schriftsteller sozusagen war Präsident, bis er geputscht worden ist von Eduard Shevardnadze. Den Namen kann man sich merken, wenn man möchte. Der war zum Beispiel georgischer Chef der Kommunistischen Partei und Außenminister der Sowjetunion. Also der hat sozusagen für die Sowjetunion hohen Posten gehabt, der sich da sozusagen an die Macht gebracht hat und auch sich gewissermaßen bereichert hat. Und der wird aber 2003 durch die Rosenrevolution gestürzt. Und Georgien ist auch ein Land, was sozusagen seit der Gründung sehr, sehr resignierte oder schwache Beziehungen zu Russland gehegt hat. Es gab auch immer wieder eine Embargo-Politik seitens Russland gegen Georgien. Und 2008 kam es auch zum Georgienkrieg, sogenannten Georgienkrieg, wo es auch um diese separatistischen oder um diese separatistischen Bewegungen in den oben genannten Gebieten ging. Der sogenannte Westen hat lange Zeit Georgien mehr oder weniger ignoriert. Das war ihnen einfach nicht so wichtig, bis sie die Idee hatten oder es aufkam, dass man das Öl, was in der Region existiert, also sowohl in Aserbaidschan als auch auf der anderen Seite des Kaspischen Meers, man an Russland vorbei durch Georgien transportieren kann. Und damit wurde Georgien sozusagen interessanter. Was dazu geführt hat, dass auch 2004 es eine Partnerschaft mit der NATO gibt. Genauso auch sozusagen eine Partnerschaft mit der Europäischen Union. Zum Beispiel sitzt Georgien auch im Europarat, ist auch in verschiedenen EU-Programmen mit, wie europäische Nachbarschaftspolitik oder auch hat verschiedene Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union. Ja, und Georgien ist auch wirklich ein direktes Nachbarland von Russland. Georgien kriegt auch schon seit Jahren Militärhilfe von der USA. Und 2004 als Gegenleistung auch zur Partnerschaft mit der NATO hat Georgien 2500 Soldaten nach den Irak geschickt. Also es waren auch georgische Soldaten im Irak. Und seitdem wird auch ordentlich Öl an Russland vorbei durch Georgien transportiert. So, kommen wir zu einem meiner Favoriten, Aserbaidschan. Also Favoriten deswegen, weil Deutschland ganz besonders viele Connections nach Aserbaidschan hat. Und der erste Herrscher
Aserbaidschans war Haidar Aliyev, der auch Führer der Kommunistischen Partei der Aserbaidschans war, auch Mitglied des Politbüros der KPdSU, also der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Und er war auch erster stellvertretender Ministerpräsident der Sowjetunion, also sozusagen auch in diesem ganzen Konstrukt der Sowjetunion ziemlich hohes Tier, der aber sich dann nach dem Zusammenbruch gedacht hatte, dass es viel besser ist, wenn er sich in Aserbaidschan bereichert. Aserbaidschan gilt auch als eine der stärkeren Diktaturen oder härteren Diktaturen in diesen ganzen ehemaligen Sowjetrepubliken. Und was ihn auch auszeichnet, ist, dass er schon einen sehr starken Personenkult während seines, also als er noch gelebt und Regierungschef war, aufgebaut hat. Also es gibt einen Personenkult um ihn. Dann ist es auch nicht verwunderlich, dass seit 2003 sein Sohn sozusagen an der Macht ist. Es ist quasi eine Familienclan, der in Aserbaidschan regiert. Aserbaidschan ist hat sehr viele Öl- und Gasquellen. Und seit 2000 gibt es auch einen rapiden Wirtschaftsaufschwung. Und Aserbaidschan hat vor allem auch die Türkei Interesse, weil das halt auch ein türkischsprachiges Land ist. Und deswegen gibt es auch seit 2009 einen Kooperationsrat zwischen den türkischsprachigen Ländern. Da ist, wo sozusagen die Türkei als Regionalmacht versucht, Einfluss zu nehmen. Und im Prinzip sind fast alle türkischsprachigen Länder da mit drin. Also neben Aserbaidschan ist noch Kasachstan und Kirgisistan dabei. Und seit 2019 auch Usbekistan. Also das ist auch so ein bisschen ein Gegengewicht sowohl zur Europäischen Union, dieser Kooperationsrat der türkischsprachigen Länder, als auch ein Gegengewicht zu Russland. Dann, was in Aserbaidschan sozusagen wichtig ist zu wissen, ist, dass da eigentlich seit gut 100 Jahren ein Gebietskonflikt existiert in dieser Bergkarabach-Region, der halt 1993 auch zu einem bewaffneten Konflikt wird. In diesem Zusammenbruch der Sowjetunion gibt es dann nationale Auseinandersetzungen zwischen Aserbaidschan und Armenien. Was auch dazu führt, dass 2020, also jetzt bald vor 2 Jahren, ein Krieg ausgebrochen ist zwischen Aserbaidschan und Armenien, der am Ende dazu geführt hat, dass Aserbaidschan mehr oder weniger gewinnt und es zu einem Waffenstillstand kommt und sie einige Regionen dieser Bergkarabach wieder zurückgeholt haben, in großen Anführungszeichen. Ja, das ist deswegen auch interessant, weil man an diesem Konflikt, glaube ich, ganz gut sehen kann, dass der in Europa quasi nicht diskutiert oder kaum diskutiert worden ist, obwohl da sozusagen Aserbaidschan, wo die Connection zu Deutschland, das werdet ihr gleich sehen, ziemlich gut sind, man, glaube ich, keine Lust hatte, so viel über die Menschenrechtsverletzungen, die da passiert sind, in diesem Krieg sprechen wollte. Aber das kann man in der Diskussion, wenn der Bedarf steht, auch noch mehr drüber diskutieren. Ja, so, was sind denn jetzt nun die Verbindungen zu gerade zu Deutschland? Im Prinzip hat die aserbaidschanische Diktatur sehr gute Verbindungen zur deutschen CDU und vor allem zu Entschuldigung, also zur CDU und vor allem zur CDU von Baden-Württemberg. Also ganz, ganz viele CDU-Politiker und Politikerinnen aus Baden-Württemberg wurden finanziert von Geld aus Aserbaidschan, weswegen die CDU aus Baden-Württemberg auch den Spitznamen CDU Baku-Württemberg hat. Also Baku ist die Hauptstadt von Aserbaidschan. Ich will mal nur ein paar Beispiele geben. Also der Landesparteitag aus Baden-Württemberg der Jungen Union 2012 wurde mitfinanziert aus Aserbaidschan. Beim letzten Wahlkampf in Thüringen hat ein Regionalblatt, was der CDU gehört, wo die Wahlkampfwerbung gemacht hat, Aserbaidschan eine Stellenanzeige für 16.000 Euro
also hat das Blatt sozusagen finanziert, unterstützt, haben einfach eine Anzeige in der Zeitung geschaltet. Die österreichischen Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das vielleicht aus ihrem Kurzskandal. Dann wurden eine ganze Reihe von Mitgliedern des Bundestages unterstützt, haben Spenden bekommen. Karin Strenz, Axel Fischer haben jeweils 20.000 Euro bekommen. Die CDU Frankfurt hat mal 28.000 Euro illegale Parteispende bekommen. Eduard Lindner, der ist allerdings bei der CSU und auch Ex-Bundestagsmitglied, hat 61.000 Euro bekommen. Über dessen Firma, ich will gar nicht so weit eingehen, aber nur, dass ihr mal ein paar Zahlen hört, über seine Firma sind 800.000 Euro aus Aserbaidschan geflossen. Und was haben die sozusagen überhaupt vor Aserbaidschan mit diesem Geld? Warum bestechen die sozusagen die CDU? Ganz wichtig dabei ist, also einerseits halt wirtschaftliche Verbindungen zu dem starken Industrieland Baden-Württemberg zu bekommen. Und was Aserbaidschan ganz doll interessiert, ist, dass der Europarat, also Europarat darf man nicht verwechseln mit dem Europaparlament, im Europarat hat eigentlich nichts weiter zu tun, als dass man da über die Menschenrechtslage diskutiert und Resolutionen verabschiedet, wie so Menschenrechtslagen in verschiedenen Ländern sind. Und aufgrund der guten Beziehungen zu CDU wurden bei den letzten Wahlen in Aserbaidschan hat der Europarat gesagt, dass es freie und faire Wahlen waren und dass Aserbaidschan eine gute Demokratie ist. Ich fände es schön, wenn das transparenter wäre, man wüsste, wie viel Geld man dafür ausgeben muss, damit man das attestiert bekommt. Dann weiß man nämlich als Diktator oder Diktatur, wie viel Geld man bezahlen muss, damit die Europäische Union ein sozusagen Prädikat sehr gut Menschenrechte verleiht. Genau, also es ist sozusagen ein Beispiel dafür, wie bestechlich auch sozusagen Politik ist und was so Diktaturen für Interesse haben, dass sie zum Beispiel nicht in Bezug auf irgendwie Menschenrechte, Menschenrechtsverletzungen zu sehr angegriffen werden, weil das auch für westliche Firmen, fürs Image und wir wissen alle, wie wichtig irgendwie auch Image ist, da halt dann nicht mit, wenn sie mit Aserbaidschan Connection haben, halt in Verruf geraten. Dafür hat Aserbaidschan schätzungsweise, man weiß nur von einigen Sachen schätzungsweise, mehrere Milliarden in den letzten 10 Jahren ausgegeben für so Image-Aufpolierungen in Europa. Das zu Aserbaidschan. Armenien ist ein weiteres Land, wo von 92 bis 98 jemand regiert hat. Petrosian, der bildet die große Ausnahme, dass er kein politisches Amt in der Sowjetunion aufgenommen hat. Und Armenien hat sozusagen einfach das Problem, oder Problem, aber es fährt aufgrund des Barakabach-Konfliktes einen pro-russischen Kurs, weil man halt sozusagen in gewisser Weise russische Unterstützung braucht, um diese Region halt sozusagen auch zu halten oder zu übernehmen. Und im Prinzip, um den Konflikt in dieser Region auch ein bisschen zu verstehen, es gibt so einmal eine Nord- und Südachse als Verbündete, das ist halt Russland, Armenien und der Iran, der so ein bisschen als Gegenpart steht zu der Ost-West-Achse zwischen Aserbaidschan, der Türkei, Europa und den USA. Ja, und Armenien deswegen vielleicht interessant, weil es 2014 als einer der wenigen Länder in der UNO-Generalversammlung dagegen gestimmt hat, dass Russland verurteilt wird aufgrund der Annexion der Krim. Also Armenien ist einer der wenigen noch wirklich auch mehr oder weniger engen Verbündeten der Russlands. Und ansonsten gibt es wirtschaftlich ist Armenien nicht besonders bedeutend. Also die haben keine großen Ölvorkommen oder so, im Gegensatz zu ihren aserbaidschanischen Nachbarn, eher sowas wie Gold oder Bauxitkupfer, aber es ist jetzt wirklich kein wirtschaftlich starkes Land. So kommen wir zu Zentralasien. Usbekistan ist das bevölkerungsreichste Land mit 33 Millionen Einwohnern und damit fast, also Zentralasien hat 64 Millionen Einwohner und die Hälfte davon lebt quasi in Usbekistan.
Und auch da ist seit, also von 1991 bis 2016 hat Islam Karimov regiert, der erste Parteisekretär der Kommunistischen Partei in Usbekistan war, der dann einfach sozusagen mehr oder weniger im Amt geblieben ist. So, der war vor 1991 quasi ein hohes Tier und war es danach auch. Und hat es geschafft, bis zu seinem natürlichen Todes Regierungschef zu sein. Nach seinem Tod gab es, also Usbekistan wurde lange kritisiert, dass es so, also sich so isoliert, aber seit dem, also auch schon vorher, aber seit dem Tod von dem Präsidenten gibt es laut, also gibt es so eine Öffnungskampagne, man versucht irgendwie mehr Verbindungen in den Westen zu kriegen. Und der IWF hat, also der Internationale Währungsfonds, das ist der IWF, hat diesen Modernisierungskurs und Reformkurs sehr, sehr positiv aufgenommen und lobt auch Usbekistan in seinen Berichten ganz groß. Wenn man aber auf den Demokratieindex, also Demokratieindex versucht, so alle Länder der Welt zu bewerten, wie gut die Demokratie da funktioniert und wie frei die Menschen sind, da ist Usbekistan weiterhin auf Platz 155 von 167 Staaten, die analysiert worden sind. Also so der IWF freut sich, dass da die Wirtschaft irgendwie geöffnet wird, aber das Land ist weiterhin eine ziemlich brutale Diktatur. Auch da sozusagen gar nicht irgendwie, man sollte sozusagen ein Auge auf Usbekistan haben, weil das, glaube ich, ein Land ist, wo es brodelt. 2005 gab es Proteste mit insgesamt 600 Toten. Dieses letztes Jahr, Mitte Januar, gab es einen größeren Streik in einer Raffinerie über mehrere Wochen oder mehreren Raffinerien mit mehreren 10.000 Arbeiterinnen. Letztes Jahr hat sich auch die erste unabhängige Gewerkschaft gegründet für die Baumwollpflückerinnen. Baumwolle ist deswegen interessant, weil Usbekistan der drittgrößte Baumwollexporteur der Welt ist. Also da kommt ziemlich, also wenn ihr ein T-Shirt irgendwie habt, was aus Baumwolle ist und Pullover, dann ist nicht unwahrscheinlich, dass die Baumwolle aus Usbekistan kommt. Usbekistan ist auch bekannt dafür, dass in der Baumwollproduktion Zwangs- und Kinderarbeit drinsteckt. Ziemlich hohe Sicherheit. Aber das juckt jetzt zum Beispiel der Weltbank und andere wichtige große Institutionen überhaupt nicht. Die finanzieren nämlich landwirtschaftliche Projekte mit über einer halben Milliarde Dollar, obwohl bekannt ist, dass da Zwangs- und Kinderarbeit drinsteckt. Usbekistan ist gerade auch für Deutschland ein immer wichtigerer Handelspartner. Frank-Walter Steinmeier ist zum Beispiel ein großer politischer Freund von Karimov gewesen. Und 2008 gab es auch eine große Wirtschaftsdelegation mit über 100 Personen aus Deutschland und dem damaligen deutschen Außenminister, wo im Gepäck sozusagen dieses Delegation auch Vertreter der Deutschen Bank, Airbus, MAN, RWE, Siemens, ThyssenKrupp und Wintershall, das ist eine Tochterfirma von BASF, also einem Chemiekonzern, da waren, um Geschäfte vor allem im Erdgas- und Energiesektor abzuschließen. Und die haben da auch ganz gute Verträge abgeschlossen. So, genau, ich gehe noch ein bisschen kurz zu diesen ganzen einzelnen Republiken. Das geht aber relativ schnell. Kirgisistan, ähnliche Geschichte. Akajew hatte eine führende Position also im Staatsapparat der Sozialistischen Sowjetrepublik Kirgisistan. Und ist dann einfach Präsident geworden, 91, und das auch geblieben, bis zur Türkenrevolution. Kirgisistan war lange Zeit für den Westen so die Hoffnung, dass es da mehr oder weniger, also mehr Freiheiten gibt als in den anderen Staaten. Das ist ja auch immer ganz gut fürs Image. Wenn es dann doch mal jemanden gibt, der ein bisschen demokratischer ist, diese Tulpenrevolution, also Revolution in Anführungszeichen, führte dazu, dass es 2010 ein Verfassungsreferendum gab, wo sozusagen die Verfassung so umgeändert werden sollte, dass der Präsident weniger Macht bekommt und das Parlament mehr Macht. Und genau, aber letztes Jahr wurde das auch, also ist diese Bewegung sozusagen zurückgedrängt worden. Und das Verfassungsreferendum wurde sozusagen auf Null gedreht. Ansonsten ist Kirgisistan wirtschaftlich nicht
nicht so interessant, weil es nicht so rohstoffreich ist. Tadschikistan, ähnlich Wirtschaft, also sozusagen arm an Rohstoffen, aber trotzdem wird es immer interessanter. Dieses Land ist extrem arm, ist einer der schlimmsten, laut Statistik, einer der schlimmsten Diktaturen der Welt. Und der Präsident, der seit 1994 in der Macht ist, der war vorher Chef von einem großen landwirtschaftlichen kollektivierten Betrieb, also Unternehmer. Und es ist gewisserweise geblieben, weil er führt Tadschikistan gewisserweise wie ein Unternehmen, weil seine Family bereichert sich sozusagen, wo es geht. Und Tadschikistan ist auch einer der ärmsten Länder der Welt. Kann man daran feststellen, dass 50% der Wirtschaftsleistung daher herrührt, dass über 1 Million Tadschiken im Ausland, vor allem in Russland, arbeiten und das Geld überweisen nach Tadschikistan. Und davon lebt quasi das Land, dass sozusagen Leute im Ausland arbeiten. Die Löhne in Tadschikistan sind so unfassbar niedrig, dass China das aufgrund dessen jetzt plant, Fabriken da zu bauen und auch schon angefangen hat, weil Tadschiken mittlerweile billiger sind als chinesische WanderarbeiterInnen. Also sie lagern, also China wächst so stark, dass sie sozusagen ihre Fühler nach Tadschikistan ausstrecken, um da Fabriken sozusagen zu bauen. Und Tadschikistan ist auch ein Teil der neuen Seidenstraße, die immer wieder irgendwie irgendwie in den Medien ist. So, vorletztes Land Zentralasiens, letztes Land, was ich nur kurz behandeln werde, ist Turkmenistan. Der Präsident, der bis 2006 an der Macht war, Niyazov, der hat eine Karriere gemacht, wie fast alle anderen auch. Er war Vorsitzender der Kommunistischen Partei und hat dann einfach nach dem Zusammenbruch gedacht, jetzt kann er einfach Staatschef werden. Und zwar hat er stark mit dem Militär zusammengearbeitet. Und Turkmenistan ist der viertgrößte Erdgas, also hat die viertgrößten Erdgasvorkommen, deswegen extrem interessant. Deswegen auch seit 2007, also mit dem neuen Präsidenten, auch die Deutsche Bank, Siemens und Daimler vor allem Connections sucht zu diesem Land, um Aufträge im Telefonnetz für Staatskarossen, also die Staatsfahrzeuge in Turkmenistan sind hauptsächlich von Daimler und halt für so Hightech-Ausrüstung, auch Militärsachen, kommt zum Teil aus Deutschland. Turkmenistan, das ist vielleicht auch die Besonderheit, hat so viel irgendwie Erdgas, dass sie halt Gas, Elektrizität ist halt kostenlos, genauso wie Salz und Wasser. Also nur für die einheimische Bevölkerung, aber immerhin kostenlos. So, kommen wir zu dem, was irgendwie jetzt Anfang diesen Jahres in den Medien war. Kasachstan. Durchaus sozusagen ein Land, was glaube ich bis zum Januar die meisten nicht kannten oder vielleicht mal gehört haben, aber nicht mal richtig wussten, wo es liegt. Kasachstan ist einer der größte Länder der Welt. Ich glaube, das achte oder neuntgrößte Land der Welt. Es ist riesig und es ist auch wirtschaftlich das stärkste Land in Zentralasien. Hat aber gerade mal 18,6 Millionen Einwohner, ist aber achtmal so groß wie Deutschland. So, also, ne, es ist ein Land, wo die Bevölkerungsdichte relativ gering ist. Ist aber, wenn man jetzt sozusagen die Wirtschaftsleistung aller zentralasiatischen Länder zusammenfasst, macht es 75% der Wirtschaftsleistung macht allein Kasachstan aus und ist auch der wichtigste Handelspartner für Deutschland, selbst wenn Usbekistan immer wichtiger wird. Aber 84% des Auslandshandels, was Zentralasien sozusagen hat, davon hat 84% Kasachstan halt sozusagen, macht den allergrößten Anteil an. Kasachstan ist extrem, also hat extrem viele Rohstoffe und die Rohstoffexporte machen 90% der ganzen Wirtschaft aus. Und Österreich ist extrem abhängig von dem Rohöl aus Kasachstan, weil 36% des Rohöls aus Österreich stammt aus Kasachstan. Auch der Präsident, oh Wunder, der bis 91 bis 1920, 2019 an der Macht war, Nazarbayev, der war Ministerrat in Kasachstan, Generalsekretär
der Kommunistischen Partei. Gorbatschow wollte ihn sogar zum Vizepräsidenten der Sowjetunion machen. Das hat er dann nicht gemacht und ist stattdessen Diktator Kasachstans geworden. Ja, so und hat sich und seine Familie sozusagen extrem bereichert und operiert zurzeit weiterhin im Hintergrund. Also der ist sozusagen nicht mehr Präsident, aber operiert sozusagen dahinter. Im Prinzip gibt es seit 2015 keine Opposition mehr in Kasachstan. 2015 wurde auch die Kommunistische Partei verboten in Kasachstan und im Prinzip alle anderen Oppositionsparteien auch. Es gibt nur noch 7 Parteien, die alle regierungstreu sind. Und es gibt eine ganze Menge Nichtregierungsorganisationen. Also bei Nichtregierungsorganisationen denkt man ja meistens irgendwie, die tun irgendwie was Gutes. Aber in Kasachstan sind die meisten Nichtregierungsorganisationen versuchen halt mit den kasachischen Behörden die Verbindungen gen Westen aufzubauen. Also vor allem auch Wirtschaftsverbindungen. Genau. Zu den Unruhen. Die Unruhen begannen am 2. Januar diesen Jahres aufgrund der Gaspreiserhöhungen. Also die meisten Autos in Kasachstan werden mit Flüssiggas betrieben und die Preise haben sich da quasi verdoppelt von 12 Cent auf 24 Cent, was irgendwie wenig klingt, wenn man das mit irgendwie Europa vergleicht, aber für die arme Bevölkerung in Kasachstan durchaus ein Riesenproblem. Vor allem aufgrund der Weite des Landes ist man durchaus aufs Auto auch angewiesen. Und der Protest fing im Westen Kasachstan an, da wo sozusagen ganz viel Öl existiert und auch die meisten großen Ölfelder existieren. Und die Bevölkerung da dachte sich, okay, wir arbeiten halt irgendwie auf den Ölfeldern, können uns aber sozusagen das Öl, was wir fördern, irgendwie nicht mehr leisten. Und die Region, wo sozusagen der Protest angefangen hat, ist auch bekannt, weil 2010 gab es in dieser Region schon Massenproteste von mehreren 10.000, vor allem aus der Ölindustrie arbeitenden Menschen, die sozusagen 2010 protestiert haben. Dieser Protest wurde auch gewaltsam niedergeschlagen. Man muss dazu wissen, dass die Ölindustrie und Gasindustrie in Kasachstan, da sozusagen westliche oder vor allem ausländische Firmen die meisten Profite sozusagen auch ins Ausland transferieren und sozusagen ausländische Firmen da eine große Rolle spielen. Und ja, so und die sozusagen auch ein Interesse daran hatten, dass 2010 die Diktatur diesen Protest dann niederschlägt. Ja, und dass jetzt da sozusagen der Protest ausbricht, ist auch nicht. Also es hat auch eine Vorgeschichte. Das ist eine Vorgeschichte, die vielleicht gerade auch jetzt in Deutschland nicht so oder auch in Österreich nicht so transportiert worden ist, weil nämlich im letzten Jahr da es auch eine riesige Entlassungswelle gab in dieser Region. 40.000 ArbeiterInnen sollten auf die Straße gesetzt werden in Westkasachstan von verschiedenen Ölfirmen. Man muss dazu wissen, dass ein Ölarbeiter oder eine Ölarbeiterin ungefähr 5 bis 10 Familienmitglieder ernährt. Also wenn 40.000 ArbeiterInnen entlassen werden, dann hängen da sozusagen das Leben von 200.000 bis 400.000 Kasachen mit dran, was irgendwie ein Zwanzigstel, also 5% der Bevölkerung sozusagen ist, die da betroffen ist von, wenn da sozusagen die Ölfirmen oder Gasfirmen entscheiden, halt 40.000 ArbeiterInnen zu entlassen. Und genau in dieser Region begann halt dieser Protest. Und schon einen Tag später breitet sich dieser Protest auch aus im ganzen Land. Und auch gerade die Öl- und GasarbeiterInnen fangen halt an zu streiken. Am 4. Januar, also gerade mal 2 Tage danach, lenkt halt die Regierung ein. Gar nicht irgendwie in allen Punkten, sondern vor allem erstmal in Bezug auf die Gaspreiserhöhung. Und zwar senken die den Gaspreis und zwar sogar unter dem Niveau, wie es vorher war. Also auf ungefähr 10 Cent pro Einheit, vorher waren es 12. Also das ist schon mal irgendwie ein krasser Erfolg. Die haben schon irgendwie gespürt, dass in der Arsch auf Grundeis geht. Und die Bewegung
die da entstanden ist, hat aber ganz schnell auch andere Forderungen sozusagen erhoben. Dann ging es jetzt nicht nur darum, dass irgendwie der Angriff, der von der Regierung kam, die Gaspreiserhöhung zurückgenommen wird, sondern es gab ganz schnell politische Forderungen. Zum Beispiel, dass man die Lebensmittelpreise senken muss, dass es Maßnahmen gegen die hohe Arbeitslosigkeit geben muss, dass man was tun muss gegen die Trinkwasserknappheit. Man hat den Rücktritt der Regierung gefordert und vieler lokaler Behörden und so weiter und so fort. So, da war aber sozusagen die Regierung nicht bereit, erstmal Eingeständnisse zu machen. Genau. Der Protest wird halt sozusagen auch von Tag zu Tag in gewisser Weise erstmal größer, sodass die Regierung dann auch einerseits Teile der Regierung oder die Regierung zurücktritt und auch versprochen wird, sich um die sozialen Probleme zu kümmern, dass es das hohe, also die Strom, also wenn Leute Stromschulden haben, dass die annulliert werden sollen, dass es Subventionierungen von Mieten geben soll, vor allem für Arme, und dass auch so ein Gesundheitsfonds für Kinder, für arme Kinder geschaffen werden soll. Genau. Das ist sozusagen das Zuckerbrot, was die Regierung den Protesten vorgeworfen hat. Und die Peitsche war quasi die gewaltsame Niederschlagung der Proteste mit Hilfe des eigenen Militärs und der Polizei, aber auch ausländischer Truppen, mit Hilfe dieses OVKD, was dieses russische Militär oder von Russland geführte Militärbündnis ist. Die auch eingeflogen worden sind und dann die Bewegung relativ schnell also niedergeschossen haben. Und Resultat ist laut kasachischen Angaben, es gibt da so wenig Beobachter oder ausländische Journalisten oder Aktivistinnen, dass man das überprüfen könnte. Es gibt laut offiziellen Zahlen 225 Tote und 8000 Inhaftierte. Die Zahl könnte aber höher sein. Wir können das später noch diskutieren, wenn es Bedarf gibt. Es gab auch sowohl, also Kasachstan hat ja, war schnell dabei zu sagen, dass es von außen, also vom Westen kommende Initiierung und Verschwörung ist für eine Farbrevolution wie in anderen Ländern. Aber das halte ich für Quatsch. Aber das können wir, wenn Bedarf ist, später auch gerne diskutieren. Kommen wir zum allerletzten Punkt und langsam auch zum Schluss. Und zwar zum Ukraine-Konflikt. Auch zur Ukraine muss man wissen, dass das Land mehr oder weniger sehr, also hat einerseits das Land sehr stark gelitten unter dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Also man muss wissen, dass 2012 die Wirtschaftsleistung im Verhältnis zu 1990 gerade noch bei 70% lag. Also die haben ja extrem, ist dann die Wirtschaft zusammengebrochen. Und es gibt einen großen Unterschied. Der Westen ist vor allem agrarisch geprägt und der Osten vor allem ist ein Industrieland. Oder Industrieland, aber es ist industrieller geprägt. Bis 2004 gab es prorussischen Präsidenten, die auch alle aus der ehemaligen, also die ehemaligen hohen Posten innehatten innerhalb der sowjetischen Bürokratie. Und die genau, die dann halt Präsident geworden sind. Und 2004 gab es da einen Machtwechsel hin zu pro-westlichen Präsidenten. Und Ukraine ist auch sozusagen eigentlich die ganze Zeit immer irgendwie im Konflikt zwischen den Machtblöcken Europäische Union und Russland. Genau, 2013 gab es diese berühmte Euromaidan-Bewegung, eine Massenbewegung, die auch zu einem Regierungswechsel geführt haben und vor allem zu bewaffneten Auseinandersetzungen, die seit jetzt schon bald 8 Jahre sozusagen sind, zwischen pro-russischen Separatisten im Osten des Landes und halt der ukrainischen Zentralregierung. 2014 gab es auch die Annexion der Krim seitens Russlands und für die EU ist es seit 2014 extrem wichtig, mit der Ukraine auch zusammenzustehen, weil seitdem sind auch über 17 Milliarden Euro an Wirtschaftshilfen in die Ukraine hineingepumpt worden. Also nicht wenig Geld, weil man einfach sich erhofft,
dass die Ukraine irgendwie auch ein Bollwerk gegen Russland ist. Jetzt aktuell, ich glaube, diejenigen, die mehr oder weniger ab und zu mal Zeitungen oder die Medien verfolgen, wissen, dass der Konflikt gerade irgendwie am Hochkochen ist. Die russische Armee macht wie jedes 1 oder 2 Jahre ein Manöver an der Westgrenze der Ukraine. Dieses Jahr war das Manöver sozusagen besonders, oder sind die Truppenkonzentrationen besonders groß, weswegen sozusagen der Westen einen großen Aufschrei macht und der Westen seinerseits viele Truppen an die sogenannte Ostgrenze schickt. Also es wurden Kampfjets in den Baltikum geschickt, Kriegsschiffe in die Ostsee. Verschiedenste Länder machen Waffenlieferungen an die Ukraine. Also zum Beispiel hat Großbritannien schon Panzerabwehrwaffen geliefert. Deutschland liefert bisher noch keine Waffen. Ich glaube, die haben jetzt irgendwie Stahlhelme oder wollen jetzt Stahlhelme liefern. Und meiner Meinung nach, aber das können wir auch gerne noch diskutieren, geht es vor allem gerade darum, die Einflusssphären in gewisser Weise abzustecken. Also wie viel Einfluss auf die Ukraine hat Russland und andererseits halt die USA und die EU, wobei die unterschiedlichen EU-Länder auch eine unterschiedliche Politik fahren. Also mein Gefühl ist, dass gerade Deutschland schon so ein bisschen versucht, einen Vermittler zu spielen, einfach darum, weil auch Deutschland extrem abhängig ist vom russischen Gas. Über 50% des russischen Gases, des deutschen Gases kommt aus Russland. Und ja, damit ist Deutschland halt extrem auch angewiesen auf russisches Gas. Und andererseits ist Russland auch extrem angewiesen, dass halt die EU auch weiterhin, gerade auch Deutschland, halt russisches Gas halt irgendwie kauft. Also es ist eine gegenseitige Abhängigkeit. Genau. Und kommen wir zu einer letzten Zusammenfassung. Geht ja bald auch eine Stunde. Wenn wir uns all diese ehemaligen Sowjetrepubliken anschauen, haben in fa fast allen Sowjetrepubliken ehemalige Bürokraten oder sowjetische Politiker die Führung sozusagen übernommen und haben in den meisten Fällen einen ziemlich autoritären Führungsstil. Und man kann mehr oder weniger sagen, dass umso rohstoffreicher das Land ist, umso autoritärer sind auch die Regime. Mit einer kleinen Ausnahme von Belarus, die haben quasi Rohstoffe und trotzdem ist eine sehr, sehr starke Autokratie. Und im Prinzip haben sich auch mit Ausnahme von Belarus in allen Ländern sich eine Oligarchie herausgebildet. Also einige wenige, die sich an dem ehemaligen Staatsbesitz halt bereichert haben und bis heute halt ja, sozusagen große politischen und wirtschaftlichen Einfluss haben in diesen Ländern. Und dadurch, dass halt gerade auch sozusagen die sogenannte sozialistische Führungselite sich bereichert haben, sieht man, glaube ich, ganz gut, wie verrottet und degeneriert die Sowjetunion Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre schon war. So, und die ganzen ehemaligen Sowjetrepubliken unterliegen eigentlich den verschiedensten Großmächten oder Regionalmächten, die versuchen halt da Einfluss zu nehmen. Also einerseits halt irgendwie Russland, die weiterhin halt ihren ursprünglichen oder ihren schon mal existierende Macht sozusagen dabei behalten wollen, ausbauen wollen und die diese Länder auch in gewisser Weise als Schutzzone gegenüber dem Westen halt betrachten. Und auch besorgt sind, sobald irgendwie einer dieser Länder Kooperationen mit dem Westen abschließen oder sogar irgendwie in die EU eintreten wollen oder in die NATO. China als irgendwie aufstrebende Wirtschafts- und Weltmacht expandiert halt zunehmend, sucht immer neue Absatzmärkte und findet sie auch gerade jetzt auch in den zentralasiatischen Republiken, will diese riesige Seidenstraße bauen, hat ein riesiges Infrastrukturprojekt, was vor allem den Kaukasus und Zentralasien betrifft und ist auch immer mehr um seine Rohstoffsicherheit besorgt. Also gerade die rohstoffreichen Länder Zentralasiens sind da in Chinas Fokus. Die Türkei als Regionalmacht versucht gerade über die Türkstaaten
ihre Regionalmachtstellung irgendwie auszubauen und halt auch Handelsbeziehungen und Rohstoffbeziehungen halt aufzubauen. Die EU ist klar, haben wir auch schon, habe ich auch gerade schon versucht, hier und da zu erklären, ist halt vor allem auf die Rohstoffzufuhr angewiesen und arbeitet dabei auch gerne mit Diktatoren und Autokraten und Oligarchen zusammen. Und will sich aber einerseits das und andererseits will sich halt auch sozusagen militärisch vor Russland schützen und sieht wiederum diese Länder in gewisser Weise als Pufferzone gegenüber Russlands an. Die USA sind jetzt weniger sozusagen rohstoffabhängig von diesen Ländern. Sie haben andere Connections oder andere Rohstoffländer, wo sie halt Rohstoffe bekommen. Aber für sie ist halt gerade auch über die NATO wichtig, in diesen Republiken halt in gewisser Weise Einfluss zu nehmen. Auch im Afghanistan-Krieg war die ein oder andere Republik in Zentralasien wichtig für Truppentransporte. Genau, und auch die USA hat sozusagen das Interesse, Russland in ihre Schranken zu weisen. Deswegen glaube ich, dass auch in den nächsten Jahren gerade in Zentralasien, als auch im Kaukasus, als auch in sozusagen der westlichen Grenze Russlands, es zu vermehrt zu Konflikten kommen wird und zu Interessenskonflikten zwischen diesen Großmächten und auch die sozialen Spannungen in diesen Ländern wahrscheinlich zunehmen wird, weswegen wir in den nächsten Jahren immer wieder, glaube ich, davon hören werden, was da passiert. So, gut, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich würde jetzt die Diskussion beginnen, könnt gerne Fragen stellen, eigene Anmerkungen machen oder wenn ihr irgendwas Spannendes gelesen oder gehört habt, dann immer her damit.